Hi, hallo, ich bin's Alena. In diesem Video geht es darum, wie du weiße Wäsche weiß bekommst und wie sie dauerhaft weiß bleibt, ohne Chlorix, ohne irgendwelche anderen Mittelchen, nur mit der Kraft der Natur. Und ich hoffe, dir gefällt das Video. Bleib bis zum Ende dran. Jetzt ist es natürlich so, dass bei meiner weißen Wäsche diesmal Handtücher, Abschminktücher, T-Shirts, Lappen und so weiter mit dabei waren. Somit ist der erste Schritt, sortiere deine weiße Wäsche. Bedeutet, alles was weiß ist, kein Rosa, kein Blau, kein Lila, kein nichts, bitte nur weiß. Bei diesen Baumwolltüchern bei mir mit dem schwarzen Rand, dieser schwarze Rand färbt nicht ab. Es sind ja Bio-Baumwolllappen. Dazu gibt es bereits diverse Putzvideos zu diesen Lappen. Und es ist natürlich wichtig, dass du in diesem oder bei deiner weißen Wäsche auch tatsächlich nur weiße Wäsche wäscht. Ach, Sprachfehler schon wieder, es tut mir leid. Wie ihr sehen könnt, auf meinen Abschminktüchern befindet sich wasserfeste Mascara. Make-up, was man jetzt hier nicht sieht, denn ich trage zurzeit jetzt im Sommer, wo es so warm ist, nur wasserfeste Mascara. Und ja, ich sortiere hier alles rein, was wirklich weiße Wäsche ist. T-Shirts, Putzlappen, also meine Küchenlappen, Geschirrhandtücher und so weiter. Denn man möchte, dass die weiße Wäsche ja so lang wie möglich weiß bleibt, wenn möglich auch für immer, denn ein Grauschleier ist nicht wirklich schön. Wenn ich dir jetzt sage, du brauchst weder Chlorix, was deine Wäsche bei übermäßigem Gebrauch gelb macht, noch irgendwelche anderen Wundermittelchen, Zusätze aus der Drogerie, dann bist du wahrscheinlich schon recht verblüfft. Ich wasche hier aber schon seit einigen Jahren Wäsche und wie ihr sehen könnt, auf den weißen Handtüchern, auf den Händehandtüchern ist natürlich auch Dreck dran. Klar, denn auch wir sind mal draußen im Garten und graben in der Erde. Der zweite Schritt ist, dass du die richtige Temperatur und das richtige Programm wählst. Für meine weiße Wäsche wie Handtücher etc. habe ich jetzt hier ganz normale Kochwäsche gewählt auf 60 Grad. Nehme aber das etwas schnellere Waschprogramm und kann dann schon auf Start drücken, ohne dass meine Maschine anfängt. Der dritte Schritt, jetzt wird es interessant, jetzt geht es um Waschmittel und Zusätze. Also, als allerersten Punkt nehme ich Zitronensäure und davon nehme ich einen kleinen Messbecher voll und gebe diesen direkt in die Trommel. Zitronensäure bekommst du entweder bei Diaclean, unten in meinem allerersten Link in der Videobeschreibung und natürlich auch in der Drogerie. Ist aber ein natürlicher Stoff, das heißt jetzt keine Bleiche etc., es wirkt aber bleichend. Und durch die gröbere Beschaffenheit ist es auch so, dass, ja, wie möchte ich es jetzt formulieren, dass mehr Reibung entsteht, ohne den Stoff zu beschädigen. Gucke auch immer, dass wenn du deine Wäsche in die Waschmaschine gepackt hast, noch locker eine Handbreite oben nach oben zum Deckel einfach frei hast. Und dann gebe ich nochmal einen kleinen Messbecher von der Zitronensäure dazu. Als nächstes kommt Waschmittel. Ob du nun ein DIY-Waschmittelverfechter bist wie ich oder ein ganz normaler Waschmittelbenutzer aus der Drogerie, das bleibt natürlich dir überlassen. Ich habe mir jetzt extra zu Demonstrationszwecken ganz normales Waschmittel geholt, also nicht selber gemacht etc. pp. Und was ich dann auch noch ganz gerne mit dazu gebe ins Weichspülerfach, ist ein bisschen Essigessenz. Dann kann ich natürlich auch schon meine Wäsche starten. Schritt Nummer 4 ist dann das Trocknen. Nach anderthalb Stunden knapp ist meine Wäsche fertig. Am allerbesten wäre es jetzt, wenn du deine weiße Wäsche in die pralle Sonne hängen kannst, denn auch die Sonne wirkt bleichend, aber sehr schonend. Ich habe jetzt leider auch weder die Möglichkeit, meine Wäsche in die pralle Sonne zu packen, denn wir wohnen mitten in der Stadt. Noch habe ich auf meinem Wäscheständer gerade noch irgendwo Platz, sodass mir jetzt hier nur noch der Trockner überblieb. Aber ich möchte euch natürlich zeigen, dass nach dem Waschen nur mit Zitronensäure und ein bisschen Essigessenz oder auch ganz normalem Essig einfach die Handtücher und die Wäsche wirklich schon strahlend rein ist. Also ich finde, das weiß, das blendet. Ich habe nichts nachbearbeitet. Es ist alles komplett, ja, absolut normale Lichtverhältnisse bei uns. Also
wirklich Tageslicht gedreht und ich packe jetzt meine Wäsche, alles was ich in den Trockner packen kann. In diesem Fall ist das alles. Hier seht ihr noch ein Händehandtuch. Da ich nicht genau weiß, welches denn das dunkle war, habe ich euch jetzt einfach mal die beiden vor die Kamera gehalten und eines meiner Abschminktücher, die normalerweise, bevor wir sie gewaschen haben, wasserfeste Mascara und Abschminköl enthielten. Wie ihr sehen könnt, blütenrein, absolut weiß. Diese Tipps mit der Zitronensäure und der Essigessenz oder dem ganz normalen Essig, den ihr euch auch in den Salat kippen könnt, bitte darauf achten, dass es ein klarer und weißer Essig ist, der funktioniert auch bei Wäsche, die bereits einen leichten Graustich erhalten hat, denn der Essig löst den Kalk aus dem Wasser und auch aus der Kleidung. Heißt, dass ganz normal dieser Graustich auch einfach Kalkrückstände sein können, die sich in deiner Kleidung über Jahre angesammelt haben. Von dem her kannst du deine Wäsche mit Essig oder Essigessenz völlig umweltschonend bleichen und ich benutze Essigessenz seit 2 Jahren in meiner Waschmaschine und sie funktioniert tadellos. Sie stinkt nicht, da ist kein Schlauch geplatzt oder sonst irgendwas. Immer in Maßen. Also bei normalen Essig gebt ihr zu eurer Weißwäsche 1 Tasse ins Weichspülfach. Bei der Essigessenz bitte nur 1/3 Tasse. Ihr könnt hier sehen an den T-Shirts meines Mannes, ein weißes T-Shirt, keine Deo-Flecken, blütenrein, absolut weiß, auch nach dem Trockner. Und natürlich möchte ich euch den Rest der Wäsche auch einfach nicht vorenthalten. Das heißt, ich lege mit euch jetzt noch die Wäsche zusammen. Es gibt natürlich auch noch meine ganz normalen Abwasch- und Putzlappen sind wieder sauber. Die Händehandtücher, leicht verknittert, aber blütenrein. Denn auch wir haben ein Kleinkind und was da so alles immer auf den Klamotten landet, wollen wir gar nicht wissen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn Flecken nicht beim Waschen rausgehen, wenn es jetzt rötliche oder orange Flecken sind, diese einfach mit der Macht der Sonne zu bleichen. Ich nehme dann dazu das betreffende Stück, was ich habe, also das betreffende Wäschestück, lege es auf meine Fensterbank und lasse so lange wie möglich die Sonne drauf scheinen. Und ich verspreche euch, nach ein paar Stunden habt ihr wieder Möhrenflecke oder orange Flecke oder rote Flecken auf eurer Kleidung. Die Macht der Sonne bleicht sie euch und somit sieht die Wäsche immer strahlend weiß, super sauber, absolut klasse aus. Ihr kriegt damit auch Kirschflecken raus. Rotwein haben wir noch nicht probiert, denn wir sind keine Rotweintrinker, also wir haben ja noch keine Rotweinflecken. Aber wie ihr sehen könnt, mit diesen ganz einfachen Mitteln Zitronensäure und natürlich auch Essig oder Essigessenz wird die Wäsche sauber. Ihr könnt bei stark vergrauter Kleidung eure Kleidung auch wirklich in 1 Liter Wasser mit 1 Esslöffel Backpulver oder sogar Natron einlegen und das vorbehandeln, bevor ihr das in die Wäsche schmeißt und nach Temperatur und welches Waschprogramm ihr nehmen sollt und wie viel Waschmittel, egal ob ihr es selber macht, so wie ich, oder eben wie jetzt hier zu Demonstrationszwecken handelsübliches Waschmittel benutzt. Dazu findet ihr auf der Rückseite von jeder Waschmittelpackung genau Dosieranleitung nach der Wasserhärte in eurem Bereich. Und ich hoffe, das Video hat dir geholfen, deine weiße Wäsche weiß zu kriegen und dass sie weiß bleibt. Falls du noch Fragen hast, stell sie mir doch einfach in den Kommentaren. Ich beantworte sie so schnell wie möglich und eventuell drehe ich dann auch nochmal ein zweites Video, falls eine Vielzahl an Fragen einfach zusammenkommt. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Falls du noch meinen Kanal nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich, wenn du das an dieser Stelle machst, dieses Video likest, dieses Video teilst, damit auch deine Familie und Freunde Bescheid wissen, wie das so mit der weißen Wäsche am einfachsten und am lockersten funktioniert, ohne Chlorix, ohne irgendwelche anderen Weißmacher, ohne Vanish, ohne irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Deine Alena.